Chips, Schokolade und Rotwein. Sieht gemütlich aus nach einer kleinen Party mit Freunden. Aber weit gefehlt. Doch zunächst möchte ich Sie, liebe Schulgemeinde, herzlich begrüßen zu unserer heutigen Online-Andacht. Schokolade, Chips, Rotwein. Abends mit Freunden zusammenzusitzen und ein Glas Rotwein zu trinken oder am Fernsehen ein bisschen zu knabbern, das gehört doch dazu. Vielleicht zwischendurch im Laufe des Tages ein Stück Schokolade zu essen, um die Stimmung zu verbessern. Okay, wir alle wissen, Alkohol, Zucker und Chips sind nicht gesund und sie machen dick. Aber ganz ehrlich, ich mag sie trotzdem. Allerdings verzichte ich in diesen Wochen, in dieser Zeit auf diese drei Sachen. Denn am vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hat die Fastenzeit oder auch Passionszeit begonnen. Die 40 Tage bis Ostern verzichten viele Menschen auf bestimmte Dinge. Ich verzichte faste seit vielen Jahren Alkohol und Chips und Schokolade, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich tue das nicht, um abzunehmen, sondern weil ich es tun möchte. Nicht, weil irgendjemand das sagt, dass ich es tun muss, sondern weil ich für mich diese Entscheidung getroffen habe. 7 Wochen ohne, so heißt die Aktion der evangelischen Kirche für die Passions-, für die Fastenzeit. 7 Wochen ohne, das heißt 7 Wochen auf etwas zu verzichten. Auf Süßes oder auf was zu knabbern, auf Alkohol oder Zigaretten, auf Fernsehen und die ganz harten und mutigen versuchen sogar 7 Wochen ohne Handy. Warum soll man so etwas tun? Warum soll man auf etwas verzichten? Freiwillig. Ich faste, ich verzichte auf diese Dinge, um mir immer wieder bewusst zu machen, was wichtig ist in meinem Leben. Und Alkohol, Schokolade und Knappereien, so gern ich sie mag, sind nicht wichtig für mein Leben. Und genau darum geht es bei dieser Aktion 7 Wochen ohne. Nachzudenken, was ist wichtig in meinem Leben? Was ist wichtig in deinem Leben? Die 40-tägige Fastenzeit geht übrigens zurück auf Jesus. Von ihm wird in der Bibel erzählt, dass er in die Wüste gegangen ist und gefastet hat. 40 Tage. Er wollte da Gott nahe sein, um sich vorzubereiten auf das, was er Menschen sagen wollte von Gott. Er wollte sich vorbereiten auf seine Botschaft, auf das, was wichtig ist, auf seinen Auftrag, auf das, worauf es ankommt. Um selber darüber nachzudenken, was wichtig ist im Leben, müssen wir heutzutage nicht mehr in die Wüste gehen, Gott sei Dank. Aber eine Zeit lang auf etwas zu verzichten, zu fasten, auf das, was man vielleicht gerne mag, kann ein Anstoß sein, über sein Leben oder seine Lebensweise nachzudenken. Es kann ein Anstoß sein, um bewusster zu leben. Um mir wieder bewusst zu werden, was in meinem Leben wirklich zählt, was mir wichtig ist. Vielleicht habe ich Sie ein wenig neugierig gemacht. Und vielleicht haben Sie ein bisschen Lust bekommen, es selber einmal zu probieren. 7 Wochen ohne. Auf etwas bewusst zu verzichten. Nur für sich selbst, ohne Verpflichtung, ohne Druck. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie gerne auf mich zukommen. Ich würde mich darüber freuen. Ob mit oder ohne Fasten. Ich wünsche Ihnen für diese kommende Zeit eine bewusste, eine segensreiche Fastenzeit unter dem Segen des lebendigen Gottes. Amen.